Trimi und die Sprachen der Welt. Es war ein sehr ruhiger Mittwochmorgen im Wartezimmer der Kinderstation. Trimi langweilte sich. Ein kleines Mädchen, das seit einiger Zeit auf der Station war, hatte offenbar auch Langeweile und kam daher zum Aquarium, um die Fische anzusehen. Sie redete etwas, aber Trimi konnte sie gar nicht verstehen. Auch andere gelangweilte Fische freuten sich über die Abwechslung und kamen an die Scheibe. Trimis Freund musste lachen, als er Trimis fragenden Blick bemerkte. »Sie spricht Türkisch«, sagte er. »Nicht alle Kinder, die hierher kommen, sprechen Deutsch. Aber das Krankenhaus kümmert sich immer um alle.« Trimi war verwirrt. »Die Ärzte und Pflegekräfte können doch nicht alle Sprachen sprechen, oder?« Sein Freund lachte wieder und antwortete, »Nein, natürlich nicht. Aber oft kommen dann Familienangehörige oder Freunde mit, die übersetzen. Außerdem hat das Krankenhaus auch eigene Übersetzer, die dabei helfen.« Trimi fand die Idee toll, alles verstehen und anderen erklären zu können. Darum verkündete er, »Ich werde jetzt auch ein Übersetzer und lerne ganz viele Sprachen. Und dann übersetze ich für das ganze Aquarium.«